heilige Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesu hinein in des hohen Priesters Palast. Petrus aber stund draußen für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrum: Bist du nicht dieses Menschen Jünger einer? Er sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Habe frei öffentlich geredet für der Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als ihr aber solches redete, gab der Diener eine, die dabei stunden, Jesu, einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweis es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mir?